Also hallo, wir sind heute bei den Munich Media Speakers mit den MMS Moments und ich darf heute den Roman hier begrüßen bei uns. Und Roman, erzähl mir doch mal, wie bist du zu den Munich Media Speakers gekommen? Was war der Beweggrund? Ja, also das war so ein Teufelkreis, weil eine Bekannte von mir, die auch bei meinem Institut arbeitet, hat mich hierher eingeladen, hat gesagt, dass es so ein toller Club ist. Und ich bin gekommen, sie war aber nicht da. Sie kam nie wieder, bis ich schließlich sie eingeladen habe und dann ist sie noch einmal gekommen. Aber ich bin trotzdem hier. Das finde ich super, Roman. Congratulations. Was ist denn das Beste, was du bisher aus den Toastmasters rausgenommen hast? Was hat dich jetzt am meisten weitergebracht? Ja, was ich rausgenommen habe, also ich hoffte, dass ich meine S und A's rausgenommen habe, aber noch nicht komplett. Aber ich hoffe, dass ich es noch weiter verbessere. Ja, also du hast das schon sehr gut gemacht, das weiß ich hundertprozentig. Du hast schon Reden ohne ein jegliches Ä und A gehabt. Heute war es vielleicht nicht so, aber ich denke, das kommt wieder. Was kannst du uns denn sonst noch mitgeben? Was würdest du denn den Leuten raten, warum sie zu den Munich Media Speakers kommen sollen? Was ist denn besonders bei uns? Ja, ich glaube, wir haben das bereits bei einem von unseren Officer-Treffen diskutiert und wir sind der billigste Club in München. Und ansonsten, wir sind auch der lustigste Club von München. Genau, das ich glaube, diese zwei Gründe müssen alle bewegen. Ja, also dass wir günstig sind, ich würde nicht sagen billig, günstig auf jeden Fall, aber der Hauptgrund sollte das, denke ich, nicht sein. Und ich denke, wir sind auch wirklich ein Club, den es lohnt zu besuchen und wir haben sehr viel Spaß miteinander. Ja, wir sind preiswert. Wir sind preiswert. Herzlichen Dank. Und gut, ja. Natürlich sind wir gut. Und viel Spaß. Ja. Also herzlichen Dank für dieses Interview, Roman, und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Danke dir.